Herzlichen Dank, Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen. In Erwiderung auf die eben gehörte Regierungserklärung, danke. Ich versuche nicht den Minister Theil nachzuahmen im Sprachstil, sondern er war einfach jetzt durch den ehemaligen Fokusmenschen verhindert. Also in Erwiderung auf die Regierungserklärung werde ich vier Felder anleuchten, werde versuchen, vier Botschaften unterzubringen. Zuerst, Herr Minister, Herr Ministerpräsident, Sie sind ja noch müde oder schauen zumindest so aus vom gestrigen Abend. Zuerst in Überschriften und anschließend dann hernach im Detail. Erstens, können wir nachher noch darauf eingehen, Herr Schmidt und Herr Seehofer. Erstens, diese Regierungserklärung war entbehrlich, sie war aber auch deplatziert. Sie war entbehrlich aus zwei Gründen. Wir wissen, dass der Ministerpräsident in gerade mal 5 Wochen auch eine Regierungserklärung gibt, Aufbruch Bayern. Da werden wir zum großen Teil das Gleiche noch einmal zu hören bekommen. Zweitens, es geht in dieser Regierungserklärung oder mit dieser Regierungserklärung eigentlich nur um das Pampern der FDP, aber das hat in derzeitigen Situation auch keinen Sinn mehr. Warum sagen wir aber, die Regierungserklärung ist und war deplatziert? Kolleginnen und Kollegen, wir haben es doch aktuell wirklich mit ganz, ganz anderen Problemen zu tun. Uns droht alles oder uns droht sehr, sehr vieles um die Ohren zu fliegen. Zum Teil sind die Themen ja angesprochen worden. Es wurde immer wieder eine Regierungserklärung zum Thema Eurokrise oder Krise im Euroraum in Anführungsstrichen ist ja eigentlich eine ganz andere Krise, nämlich eine Verschuldungs- und eine Finanzmarktkrise. Eine Regierungserklärung zu diesem Thema wurde immer wieder angekündigt, aber dann bedauerlicherweise nicht bestritten. Das sind Punkte, mit denen wir uns hier auseinandersetzen sollten, wo wir diskutieren sollten und nach Lösungswegen ringen sollten. Das zweite Feld, welches ich anleuchten möchte, die Kausalität. Herr Minister, Sie loben sich hier für etwas, was Sie auch nicht im Ansatz, also wirklich nicht im geringsten Ansatz zu verantworten haben. Einmal geht es um die Zeitschiene. Wirtschaftspolitik, wirtschaftspolitische Weichenstellungen, die schlagen nicht sofort auf, die dauern in ihrer Wirkung. Das heißt, wenn, dann loben Sie allenfalls Ihren Koalitionspartner, nicht mehr und nicht. Aber dann dürfen Sie, Herr Minister Theil, dann dürfen Sie nicht dauernd ich sagen in Ihrer Rede. Und das Zweite, wenn wir uns mal anschauen, wer sind denn die Spieler in der Wirtschaftspolitik? Es gibt kaum ein Feld, wo die Länder so wenig zu sagen haben wie in der Wirtschaftspolitik. Also da bitte ich Sie doch etwas vorsichtig zu sein mit Ihren Ansagen. Und das Wenige, was hier zu passieren hat und passiert, da ist auch noch sehr, sehr viel schiefgegangen, wie wir nachher ausführen werden. Der dritte Punkt, ganz entscheidend tatsächlich dafür, wie zukunftsfähig ist Bayern als Wirtschaftsstandort, ganz entscheidend ist, wie verhält sich es mit der Bildungspolitik, wie ist es bestellt um die technische Infrastruktur, also Verkehrsinfrastruktur, Breitband, Energiewende. Und auch da müssen wir sagen, so wie hier die Weichenstellungen laufen, ist es mitnichten zukunftsfähig. Und der vierte Punkt, anknüpfend an das, was ich zum ersten Punkt benannt hatte, Kolleginnen und Kollegen, wir können doch nicht weitermachen wie bisher, Business as usual. Wir haben es eben nicht nur zu tun mit der jetzigen Schuldenkrise, mit der Finanzmarktkrise, wir haben den Klimawandel mit seinen drohenden katastrophalen Auswirkungen, wir haben die Welternährungskrise, wir haben die schreiend ungerechte Verteilung, wir hatten das Finanzmarktdebakel. Das heißt, hier muss wirklich umgesteuert werden und da darf nicht nur Kosmetik betrieben werden. Das sind, denke ich, die Punkte, denen wir uns stellen wollen, soll es tatsächlich um Zukunftsfähigkeit gehen. So, jetzt fange ich an. Herr Müller, damit Sie es auch genau verstehen und nicht so viel fragende Blicke zu mir werfen müssen. Also erstens die Entbehrlichkeit. In 5 Wochen oder in 6 Wochen, Herr Ministerpräsident, da dürfen wir Sie erleben, Regierungserklärung, Aufbruch Bayern. Mit Sicherheit hören wir ganz vieles von dem, was wir heute gehört haben. Aber einen Kommentar
kann ich mir nicht verbeißen an dieser Stelle. Eigentlich, Kolleginnen und Kollegen, jetzt ist bedauerlicherweise der Fraktionssprecher der CSU nicht in meinem Blickfeld zumindest. Eigentlich denke ich, die Budgethoheit liegt beim Bayerischen Landtag. Und deswegen Ende Januar eine Regierungserklärung erleben zu müssen, wo dann all das verbraten werden wird, was hier im Nachtragshaushalt dann beschlossen werden soll, das ist eine Zumutung. Und ich verstehe nicht, dass sich das die CSU-Fraktion und auch die FDP-Fraktion gefallen lassen wird. Jawohl, das Initiativrecht, aber dann schauen Sie sich mal die Anzeige an, die letzte Woche in den Zeitungen erschien. Da stand nicht drin, wir empfehlen oder wir streben an, sondern da war das als Faktum dargestellt. Und das ist eine ganz klare Missachtung des Bayerischen Landtags. Aber wenn Sie sich das gefallen lassen, gut, Sie sind ja eh eine Aktionseinheit. Zum Pampern von der FDP. Herr Minister, da gab es ja aufschlussreiche Interviews in letzter Zeit in den Medien nachzulesen. Also ich zitiere mal das Mein-Echo aus der letzten Woche. Da heißt, wir werden den Menschen unermüdlich sagen, wo der Mehrwert der FDP liegt. Also unermüdlich wollen Sie das sagen, wo Ihr Mehrwert liegt, wo Ihr Mehrwert für Bayern liegt. Wir werden aufzeigen, wo Bayern 2008 stand, wo es heute steht und wo es 2013 stehen wird. Da sage ich einfach vorsichtig, weil wo Bayern 2013 stehen wird, wissen wir alle nicht. Der Kollege von der SPD ist ja schon auf den heutigen Abgang in ihrer Partei eingegangen, auf den Kollegen Lindner. Und da heißt es so schön in der Agenturmeldung, es gibt den Moment, indem man seinen Platz freimachen muss, um eine neue Dynamik zu ermöglichen. So wird der ehemalige Generalsekretär der FDP zitiert. Das Thema Dynamik ist wirklich ein Thema, was hier auch immer wieder aufschlägt. Wir haben ja heute auch den Zeitungsartikel gehabt, wo einige Kollegen aus der CSU, vor allem jüngere Kollegen, rufen nach mehr Dynamik in der Wirtschaftspolitik. Originärer und direkter Adressat ist der Wirtschaftsminister. Wobei wir schon sagen müssen, die Backen aufblasen und sehr, sehr laut im Ton zu sein, das ersetzt eben nicht fehlende Dynamik. Nicht wahr, Herr Blume? So haben Sie dieses mit Sicherheit auch nicht gemeint, den Hinweis an den Wirtschaftsminister teil. So, jetzt aber zur Geschichte mit dem deplatziert. Warum deplatziert? Jetzt gehe ich tatsächlich auf die Krise ein, auch wie Sie sich da verhalten mit Ihrer schönen roten Linie, die Sie spielerisch immer wieder übertänzeln, und dann wird die nächste rote Linie eingezogen. Erstens müssen wir ganz klar sagen, die Einführung des Euros wie von Kohl und Weigel betrieben, nämlich ohne fiskal- und haushaltspolitische Konvergenz und ohne zielführende Abstimmung bezüglich wesentlicher Weichenstellungen in der Wirtschafts- und in der Sozialpolitik, das war ein ganz, ganz schwerer Fehler. Vor dem Hintergrund der massiven Diskrepanz wesentlicher Strukturdaten in der Wirtschaft, vor dem Hintergrund des Auseinanderdriftens der wirtschaftlichen Entwicklung wie des Agierens in den Ländern, musste sich diese Währungsunion als Schönwetterveranstaltung entpuppen. Und Kolleginnen und Kollegen, es geht ja mitnichten um eine Euro-Krise, sondern um eine Verschuldungskrise und um eine Bankenkrise. Das sind die zwei Punkte, mit denen wir zurzeit umgehen müssen. Es gibt hohe Staatsschulden, es gibt Zweifel an der Solvenz der Schuldnerländer. Das heißt, Zweifel, wie sicher sind die jeweiligen Anleihen, werden die zurückbezahlt, ja oder nein? Das sorgt für Zinssteigerungen, und diese Zinssteigerungen, die sorgen wieder dafür, dass die entsprechenden Länder von den Finanzmärkten abgehängt zu werden drohen. Und gleichzeitig und damit auch zusammenhängend erleben wir ja das Spiel bei den Banken, was wir schon mal hatten. Es gibt Misstrauen, die Banken geben sich untereinander keine Kredite mehr, der ganze Kreditfluss stockt. Das heißt, da muss angesetzt werden. Und die Wurzel der Misere, auch Herr Ministerpräsident, Sie sind ja manchmal ganz wiev und auch lernfähig, die Wurzel der Misere, die liegt erstens darin, wir haben viel zu viel Geld und Kapitalvermögen. Und dieses viel zu viel Geld und Kapitalvermögen einmal in Bezug auf die Wirtschaftsleistung, und zum Zweiten ist es sehr, sehr ungerecht verteilt. Wir haben auf der anderen Seite zu viel Verschuldung im Privaten wie im Öffentlichen.
Wir haben Wachstumswahn und Wachstumszwänge. Wir haben die Blasenökonomie und wir haben als fünftes Finanzmärkte, die befeuert durch die Verschuldung der Länder und befeuert auch die Liberalisierung in den letzten 15 Jahren alles andere als segensreich für die Gesellschaft und auch für die Staaten gewirkt haben. Und was man ganz klar sagen muss, die erneut dramatische Schieflage bei den Banken, die belegt doch, dass eben in den Jahren 2007, 2008, 2009 versäumt worden ist, das zu tun, was groß angekündigt worden ist, nämlich erstens mal für eine Rekapitalisierung bzw. für eine Kapitalisierung, eine hinreichende der Banken zu sorgen und zweitens mal den Finanzmarkt zu regulieren. Also das ist ein ganz schweres Versäumnis auch der aktuellen Bundesregierung. Grundsätzlich, Herr Ministerpräsident, ist es schon ein gewagtes Unterfangen, eine Schuldenkrise mit weiteren Schulden in den Griff zu bekommen. Das, was wir da an Empfehlungen hören durften, IWF oder G20-Gipfel, also einmal muss die Staatsverschuldung abgebaut werden, gleichzeitig brauchen wir eine konjunkturbelebende Geldpolitik. Das geht nur zusammen, wenn man eine krachende Inflation nicht nur in Kauf nimmt, sondern wenn man eine solche krachende Inflation bewusst ansteuert. Da, meine ich, sollten wir alle gegenhalten. Und wir sollten uns einsetzen für Solidarität mit Vernunft und Augenmaß. Die EU war schon immer eine Transferunion, auch wenn Sie das immer wieder gerne bestreiten. Wir haben die gemeinsame Agrarpolitik, wir haben die Strukturfonds. Was wir aber nicht wollen, ist, dass die Europäische Union zu einer Haftungsunion wird. Insgesamt, denke ich, ganz klar gilt es, die Staatsverschuldung in fast allen Ländern deutlich zurückzuführen, die Haushalte zu konsolidieren. Das betrifft sowohl die Einnahme- als auch die Ausgabeseite. Und da ist Bayern mitnichten so weit, wie wir eigentlich auch schon sein könnten. Also diese 250 Millionen, die hier groß angekündigt worden sind, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, vor allem angesichts der Steuermehreinnahmen. Und wenn man dann gleichzeitig berücksichtigt, dass die Zahlungen an den Pensionsfonds ausgesetzt werden, dann ist das einfach viel zu wenig. Und selbstverständlich brauchen wir in dem Raum mit einer einheitlichen Währung eine fiskal- und haushaltspolitische Konvergenz und eine Abstimmung wesentlicher wirtschaftspolitischer Entscheidungen. Das, was hier zuletzt besprochen worden ist, angekündigt worden ist, das zeigt den richtigen Weg, aber mal sehen, ob es umgesetzt wird. Bisher haben wir hier die Vereinbarung auch nicht immer so gegriffen. Aber wir wollten uns auch aufhalten mit Ihrer roten Linie. Also, die ziehen Sie immer wieder ein, teilweise wöchentlich, um sie dann ganz spielerisch überschreiten zu können. Ich bringe nur einige Beispiele. Das erste Griechenland-Paket. Da gab es am gleichen Tag, wo der Bundestag sich mit befasst hat, noch eine Resolution von CDU, CSU und FDP, in der können Sie nachlesen. Dieses Paket ist völlig einmalig. So etwas wird es nie mehr geben. Wenige Stunden später wurde dann die EFSF, also die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität, in ihrer ersten Auflage beschlossen. Also so viel zur Haltbarkeit Ihrer Ansage. Und wenn ich hinten mal ansetze, Ihre Absage an die Hebelung oder man muss ja sagen an den Versuch der Hebelung der Mittel der EFSF oder später dann des ESM, auch das war in kürzester Zeit wieder Schall und Rauch. Und ich bringe ein paar Zitate von Ihnen, Herr Ministerpräsident. Die CSU nimmt beim Umgang mit der Schuldenkrise eine Wächterfunktion wahr. Ja, wo denn? Ja, wo denn, wenn Sie immer sofort dann wieder alles vergessen haben, was Sie kurz zuvor noch angekündigt haben. Zweites Zitat, der aktuelle Rettungsschirm darf nicht ausgeweitet werden. Wenige Stunden später wurde er ausgeweitet. Weitere Zitate, deutsche Kredite und Garantien sind vorrangig zu bedienen. Auch Fragezeichen, wo soll denn das passieren? Das war am 18.05.2010, weil Sie mich gerade so fragend angeschaut haben, wo Sie damit im O-Ton zitiert worden sind. Eine spürbare Beteiligung des Finanzsektors, spätestens seit dem letzten Wochenende verschwunden. Oder wirksame Mechanismen zur Finanzmarktregulierung. Überall da Fehlanzeige, bedauerlicherweise. Wir hätten hier noch reihenweise Beispiele dabei. Wir hoffen, dass Sie das Thema dann in Ihrer Regierungserklärung wenigstens ansprechen. Und da können wir mal schauen, was aus Ihren vielen roten Linien geworden ist.
Zum Punkt 2. Herr Minister Zeil, Ihr Selbstlob überzeugt in mehrerlei Hinsicht nicht. Zum einen, ich hatte schon angesprochen, die Zeitschiene, wirtschaftspolitische Maßnahmen dauern einfach, wirtschaftspolitische Weichenstellungen. Und wenn man sagt, Deutschland steht sehr, sehr gut da in Relation in der jetzigen Krise oder nach der Krise 2008, 2009, dann ist dieses zurückzuführen zum einen auf die Agenda 2010, weil die Agenda 2010 hat bei vielen Fehlern, die sie hatte, eins gebracht, die Lohnstückkosten sind reduziert worden. Deutschland ist exportfähig geworden oder ist da sehr stark geworden im Export. Und es ist zurückzuführen auf das, was in der Bundesregierung, in der Großen Koalition gemacht worden ist. Also beispielsweise Kurzarbeit und andere Beispiele könnte man dann rausgreifen, aber sicher nicht auf irgendwas zurückzuführen, was Sie jetzt hier in den Mund genommen haben. Und nochmal. Schauen wir uns doch an, wer sind die Akteure in der Wirtschaftspolitik, wer sind hier die Spieler in der Wirtschaftspolitik, die Länder am wenigsten. Sie können vor allem eins machen, das ist die Wirtschaftsförderung, heute auch schon angesprochen, wobei es da hauptsächlich um die Bewirtschaftung fremder Gelder geht wiederum, die Bewirtschaftung Gelder von Dritten. Und es geht um den Rahmen, eben die schon genannte Bildung, die schon genannte Infrastruktur. Und auch da läuft einfach vieles falsch in diesen Feldern. Der Kollege Muthmann hat es angesprochen, die Wirtschaftsförderung. Da gab es ja die Anfrage von uns zum Thema Invest in Bavaria. Ich führe es hier nochmal aus mit Zahlen. Es war schlicht und ergreifend so, Bilanz im Jahr 2010, die Erfolge dieser Agentur, 49 Projekte konnten angeworben werden für Oberbayern. Für die restlichen 6 bayerischen Bezirke sah es sehr mau aus. Da waren es genau 9 erfolgreiche Anwerbungen. Und wenn wir uns das dann anschauen in Arbeitsplätzen, dann schaut es ähnlich aus. Oberbayern 850 neue Arbeitsplätze, alle anderen 6 Regierungsbezirke 140 neue Stellen. Das kann es doch wirklich nicht sein. Das kann doch keine bayerische Regionalpolitik und Regionalförderung sein, wenn dahin gefördert wird, wo eh schon alles überhitzt. Eine staatliche Ansiedlungspolitik muss insbesondere die wirtschaftlich schwächeren Regionen im Auge haben. Und dieses ist, wie mit diesem Beispiel dokumentiert worden, ist eben nicht der Fall. Grundsätzlich, Herr Minister, das fällt Ihnen ja auch immer wieder auf die Füße, auf der einen Seite die Angeberei und auf der anderen Seite kommen Sie aber mit dem Bettelstab daher. Wenn wir uns erinnern, was für markige Forderungen kamen jetzt im Zuge Bundeswehrreform, Schließung von Standorten. Also da sind Sie dann ganz schnell bei der Stelle und sagen, ja, der Bund muss aber einspringen. Das geht einfach nicht. Wenn man auf der einen Seite sagt, wir sind überall Weltmeister, uns geht's wunderbar, dann ist die Rolle als Bittsteller auf Bundesebene äußerst unglaubwürdig. Das Gleiche im Grunde auch, wenn es um europäische Mittel geht. Sie fordern auf, es muss überall gespart werden, es muss reduziert werden, auch beim europäischen Haushalt muss es Einschnitte geben, aber dann wollen Sie weiterhin, dass mit Fördermitteln breit gestreut wird, auch in Bayern. Also das beißt sich hier tatsächlich. Und Herr Minister, wenn Sie sagen, ich zitiere Sie jetzt aus Ihrer Rede, die Menschen spüren, dass es in Bayern noch nie so gut geht wie heute, das ist nicht so. Wenn die Menschen dieses spüren würden, dann müsste das ja auch bei Ihnen ankommen, dann müsste das auch bei Ihnen aufschlagen. Das tut es aber nicht und das tut es zu Recht nicht, weil die Menschen was ganz anderes spüren. Die spüren, dass ihr Gebilde brüchig ist, dass ihr Gebilde fragil ist, dass ihr Gebilde nicht tragfähig ist und dass es zutiefst ungerecht zugeht bei uns in unserem Land. Das ist das, was die Leute spüren. Und Sie haben vorhin die Armut in Bayern angesprochen. Ich weiß nicht, vielleicht lesen Sie auch den Armutsbericht anders als wir. Da gibt es Gruppen, wo die Armut explodiert ist, beispielsweise bei den alleinerziehenden Frauen. Und in keinem anderen Bundesland droht so sehr Altersarmut wie in Bayern. Ganz einfach deswegen, weil die Renten sehr, sehr bescheiden sind im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern. Also das sind dann auch Aufgaben, das sind dann auch Gegenstände, denen Sie sich stellen sollten. Und wenn wir bei dem Thema sind,
auch das, was immer an schönen Arbeitsmarktzahlen hier in die Welt geblasen wird, da ist ganz, ganz viel Schall und Rauch dabei. Es gibt immer mehr prekäre Arbeitsverhältnisse. Die SPD-Fraktion und wir haben den Versuch unternommen, dass wenigstens im öffentlichen Sektor gegengehalten wird, dass hier der Freistaat seiner Vorbild- und Vorreiterfunktion gerecht wird. Wir haben Gesetzentwürfe verfasst und eingebracht zu einer Tariftreueregelung. Und da steht eben nicht nur drin Tariftreueregelung, sondern wir haben auch gesagt, ein Mindestlohn ist einzuführen. Worum geht es? Und wir sagen zum einen, wir streben und sollten als Staat nach einigermaßen gerechten und auskömmlichen Arbeitsentgelten streben. Und zum Zweiten geht es uns auch um einen fairen Wettbewerb um öffentliche Aufträge. Und fairer Wettbewerb herrscht eben dann nicht, wenn das eine Unternehmen gut zahlt, das andere nicht. Wenn ein Unternehmen ausbildet, das andere nicht. Wenn eines Standards, Sozialstandards oder Umweltstandards oder andere Standards einhält und das andere nicht. Und nicht mal da haben Sie sich entschlossen, diesen Anträgen zuzustimmen beziehungsweise mit einer eigenen Initiative zu kommen. Das ist alles andere als zukunftsfähig. Und Herr Minister, wenn Sie von der Zukunftsfähigkeit reden, und es war ja auf die Zukunft gerichtet, dann sind Sie doch bitte so ehrlich und befassen sich auch mal hier mit den Quellen, die dieses Thema wirklich umfassend umreißen. Es gibt vom Institut der Deutschen Wirtschaft und der Initiative Neue soziale Marktwirtschaft, die steht ja nicht uns besonders nahe, sondern eher Ihnen, gibt es ja immer das Dynamik-Ranking. Und wo findet sich Bayern im Dynamik-Ranking? Ganz hinten auf Platz 11 ist Bayern im Dynamik-Ranking, Verzeihung. Und da bringe ich jetzt ein paar ausgewählte Indikatoren. Indikatoren, die erstgenannten werden sogar noch aufgezählt bei den Stärken, obwohl man da schon ein Ausrufezeichen eigentlich haben müsste. Einmal die Einwohnerentwicklung, die ist gestiegen. Wie gesagt, das rechnet uns noch ins Positive rein. Deswegen sind wir nur auf Platz 11 und nicht noch weiter unten. Die Steuerkraft, die ist je Einwohner gesunken, aber sie ist immer noch überdurchschnittlich. Deswegen wird es noch zu den Stärken gerechnet. Eine deutlich gesunkene Steuerkraft wird noch zu den Stärken gerechnet. Jetzt bringe ich mal zwei, drei Beispiele von den Schwächen. Also Schwächen, die Produktivität. Die ist in Bayern in den letzten Jahren massiv gesunken, in den letzten 3 Jahren um gute 3% gesunken, deutlich stärker als in den anderen Bundesländern, Herr Minister. Oder fast nirgendwo gibt es so viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Dieses wird in diesem Dynamik-Ranking dann auch zu den Schwächenindikatoren gerechnet. Also hier nehmen wir den Platz 15 ein. Das heißt, Sie sollten sich dann auch tatsächlich mal damit befassen, was die Zukunft weist. Und hier ist das Dynamik-Ranking alles andere als ein Ausweis von Stärke, alles andere als ein Ausweis von Zukunftsfähigkeit. Dritter Punkt, der Rahmen. Und da kann Bayern tatsächlich ganz, ganz viel tun, dass Bayern als Wirtschaftsstandort zukunftsfähig ist. Wir wissen ja alle, zu den Kernaufgaben der öffentlichen Hand in unserem Staatswesen zählt das Schaffen und Vorhalten von Infrastruktureinrichtungen, zählt das Anbieten und Abgeben entsprechender Infrastrukturleistungen. Und öffentliche Infrastruktur trifft auf alle Lebensbereiche, auf Wohnen, auf Freizeiterholung, auf Bildung und selbstverständlich auch aufs Arbeiten, auch auf die Wirtschaft. Und von einer gut funktionierenden Infrastruktur hängt es eben ab, wie ist es bestellt um unsere Lebensqualität und wie zukunftsfähig ist eben ein entsprechendes Land als Wirtschaftsstandort. Und wenn wir uns mal anschauen, was passiert denn da? Also eins ist auch klar, die Bedürfnisse, teilweise sind es ja auch nur die Begehrlichkeiten nach Infrastruktureinrichtungen, sind in der Regel immer viel, viel größer als das, was zu leisten ist. Das heißt konkret als das, was von der öffentlichen Hand zu finanzieren ist. Und deswegen wäre es eigentlich notwendig, dass wir hier und dass Sie als Staatsregierung klare Prioritäten benennen und diese klaren, eindeutigen Prioritäten auch kommunizieren. Es passiert aber bedauerlicherweise nicht. Sie versprechen immer alles ein Wolkenkuckucksheim, 10-mal so viel, wie machbar ist. Und damit werden Sie sicher dem Land und seinen Bürgerinnen und Bürgern nicht gerecht. Es gibt weitere Schieflagen in der aktuellen Infrastrukturpolitik. Einmal wird
die Endlichkeit natürlicher Ressourcen, vor allem der fossilen Energieträger, schlicht und ergreifend ignoriert. Es werden die Entwicklungen Folgen des demografischen Wandels auch über weite Strecken ignoriert. Wenn ich mir mal anschaue, Infrastrukturmaßnahmen im Städtebau, im Verkehr, da wird stets von stark wachsender Wirtschaftsleistung ausgegangen, teilweise auch noch von stark wachsender Bewohnerzahl. Immer wird angehängt an oder hängt man an einem quantitativen Wachstum. Wir sagen, dass wir eine Infrastrukturpolitik brauchen, die maßgeblich dazu beiträgt, dass Bayern weiterhin durch hohe Lebensqualität glänzen kann und dass Bayern als Wirtschaftsstandort zukunftsfähig ist. Zweitens muss die Infrastrukturpolitik den Herausforderungen des demografischen Wandels Rechnung tragen und sie muss der Notwendigkeit nach Haushaltskonsolidierung, das heißt der Notwendigkeit nach Sparen, Rechnung tragen. Letzteres verlangt nach einer eindeutigen Prioritätensetzung und diese eindeutige Prioritätensetzung muss auch ehrlich kommuniziert werden. Dann ist es ganz wichtig, dass die Infrastrukturpolitik den Erfordernissen nach Umwelt- und Klimaschutz Rechnung trägt. Das heißt, sie muss die zunehmende Verknappung der natürlichen Ressourcen berücksichtigen und sie muss dafür sorgen, dass der Ausstoß klimaschädlicher Gase zurückgeführt wird. Und der vierte Punkt, auch da ein riesengroßes Defizit bisher. Es gilt dafür zu sorgen, dass Infrastrukturvorhaben von ihrer Notwendigkeit und von ihrem Nutzen-Kosten-Verhältnis her vermittelbar sind und dass sie auch vermittelt werden. Das heißt, eine offene Kommunikation und eine frühzeitige und wirkliche Beteiligung Betroffener ist notwendig. Und all das wurde bisher bedauerlicherweise versäumt. Einzelne Felder kurz rausgegriffen zum Verkehr. Mein Gott, München, Mühldorf, Freilassing, immer wird es angesprochen, seit Jahrzehnten erste Priorität, es passiert gar nichts, es passiert mal wieder ein Abschnittchen, aber das wirklich eher meterweise als kilometerweise, ganz einfach deswegen, weil Sie die Prioritäten völlig falsch setzen auf Bundesebene wie auf Landesebene. Die Elektrifizierung Hof-Regensburg ist angesprochen worden, das wäre wirklich notwendig, aber geht auch nichts voran. Es gibt zahllose solcher Trauerspiele. Schauen wir uns mal den Bahnknoten München, dann ist er auch angesprochen worden. Sie haben gestartet und haben gesagt, Sie wollen nicht als Ankündigungsminister enden. In den 3 Jahren ist da gar nichts vorangegangen. Warum? Weil es die falschen Maßnahmen sind und weil es einfach überhaupt nicht zu finanzieren ist. Und da stellen Sie sich treuherzig hin und sagen, ja, der Bund kommt seiner Verantwortung nicht nach und dann erfinden Sie nochmal einen neuen Finanzierungsträger, die Stadt München, obwohl die definitiv für den SPNV nicht zuständig ist. Beim Bund ist es immer so gewesen, der Bund kann, er muss aber nicht. Der Bund hat immer gesagt, wir finanzieren aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, soweit Mittel da sind. Da heißt es immer unter Maßgabe der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Dass diese nicht hinreichend da sind, war immer klar. Sie können doch nicht beim besten Willen erwarten, dass mehr als 2/3 der für alle 16 Bundesländer zur Verfügung stehenden GVFG-Mittel nach Bayern fließen. Noch dazu, wo Sie immer so angeben und sagen, wir haben ja eh alles und wir stehen so wunderbar da. Da ist Ihnen Ihre Angeberei auch wieder auf die Füße gefallen, so wie das immer wieder passiert. Zum Feld Energiewende. Die Zielmarken sind wunderbar. Es ist erfreulich, dass die deutlich höher sind als die von der Bundesregierung. Aber es fehlen einfach die Zwischenziele, es fehlen die Maßnahmen. Da ist wirklich weitgehend Fehlanzeige, trotz all der schönen Dinge, die sich da loben. Einmal die Kommission, die bedauerlicherweise der Landtag eingesetzt hat. Wir hätten ja viel lieber einen Ausschuss gehabt, um dann tatsächlich auch vorangehen zu können. Dann die Agentur. Sie sagen, hier wird mit allen kommuniziert, wenn Sie mit den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände reden, was die von der Agentur halten. Da sagen die, solange sie uns nicht stört, naja, aber bringen wird sie gar nichts. So, die Energiewende, Herr Minister Theil, auch das, was Sie da gestern so ausgeführt hat, uns ist völlig klar, dass Energiewende mitnichten heißt, dass Energieerzeugung ausschließlich dezentral stattfindet. Es wird weiterhin auch in zentralen großen Einheiten passieren müssen. Nur wird man mehr und mehr zur Dezentralität hinwandern müssen und das eben nicht nur in der Technik, sondern auch in den Organisations- und Besitzstrukturen. Und da verhindern Sie zurzeit alles, was möglich ist. Gestern in der Auseinandersetzung
weil sie schlicht und ergreifend auch nicht ansatzweise bei der Wahrheit geblieben sind, erlaube ich mir schon, Sie in dem einen oder anderen Punkt zu korrigieren. Sie haben das Beispiel Riedl gebracht. Ja? Bei Riedl war es so, dass die Grünen und hier konkret der Vertreter vor Ort, der Eike Halitzky, exakt das Richtige gesagt hat. Er hat gesagt, wir schauen uns das an, wir prüfen das. Und dann hat er gesagt, hinter Jochenstein, das ist die Staustufe, geht es in keinem Fall. Da sind die ökologischen Belastungen zu groß. Vor Jochenstein, da könnten wir reden. Was hat die Regierung von Niederbayern als die zuständige Behörde gesagt? Sie hat eins zu eins das gesagt, was wir vorher schon gesagt hatten. Also das ist ein differenziertes Herangehen. So geht man damit um und nicht einfach nicht sagen, weil es sich jetzt um eine bestimmte Art und Weise von Technologie handelt, ist es gut und anders ist es schlecht. Nein, Verzeihung, genau so hat es stattgefunden. Aber dass Sie, Herr Huber, dass Sie nicht gerne bei der Wahrheit bleiben, das ist ja hier auch kein Geheimnis. Grundsätzlich ist es so, Schwarz-Gelb zerschießt gerade die Energiewende mit den Unsicherheiten, die beim EEG wieder angerichtet werden. So kommen wir auch nicht zu einer Energiewende. Und das, was Sie gestern zu E.ON ausgeführt haben, Verzeihung, von uns gab es da keine Krokodiltränen. Wir haben uns ganz klar positioniert und haben gesagt, die haben Fehler gemacht im Gasgeschäft, die Unternehmensführung. Bedauerlicherweise wird es auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen. Sie haben vor allem einen Riesenfehler gemacht. Sie haben zwar 2001 die Vereinbarung Atomausstieg unterschrieben, aber dann auf Sie vertraut, auf Ihre Schalmeientöne. Und Sie sind dann von Ihrem Ausstieg, vom Ausstieg aus dem Ausstieg kalt erwischt worden. Und deswegen stehen Sie jetzt so da. Also auch da wäre es mal schön, wenn Sie einigermaßen bei der Wahrheit bleiben würden. Da jetzt auch noch mal zur Bilanz, Herr Minister. Weil Sie gesagt haben, Bayern ist weiter als jedes Land. Wir sind beim Anteil erneuerbarer Energien stark zurückgefallen, dank der Saumseligkeit der Staatsregierung die letzten Jahre, jetzt nur mehr auf Platz 7, trotz eines hohen Anteils an Wasserkraft. Wenn wir uns anschauen, die Studien zu erneuerbaren Energien, wie werden die vorangebracht in den Ländern? Auch da ein katastrophales Ergebnis im Ländervergleich. Das Engagement der Bürgerinnen und Bürger ist hervorragend, aber das, was vom Freistaat kommt, ist äußerst mau. Es wurde moniert, auch von großen Wirtschaftsinstituten, unzureichende Fördermaßnahmen, Schlusslicht bei der Windenergie, gut, das ist uns eh bekannt, Wasserkraft und Wärme stagnieren, aber das sollten Sie sich und Ihr anderer Minister, Ihr Kollege im Kabinett hinter die Ohren schreiben, zurückhaltende Industrie- und Technologiepolitik, Forschungsausgaben, vorletzter Platz, auch bei den Studiengängen und Stellenanzeigen Bayern ganz hinten. Also so viel im Ranking zu den erneuerbaren Energien. Zur Bildung gäbe es auch viel zu sagen, auch da großer Nachholbedarf, viel zu viel Schulabbrecher, viel zu wenig Studienplätze, Facharbeitermangel. Sie haben gesagt, ehrliche Zuwanderung, eine ehrliche Willkommenskultur, das müssen Sie erst mal vorleben, das müssen Sie erst mal machen. Es zu fordern ist schön, aber da muss tatsächlich mehr passieren. Also hier gravierende Versäumnisse, die eben alles andere als gut sind, wenn wir sagen, Bayern soll ein zukunftsfähiger Wirtschaftsstandort sein. Zum letzten Punkt. Kolleginnen und Kollegen, bereits vor dem Finanzmarktdebakel und bereits vor der jetzigen Verschuldungs- und Bankenkrise haben sich doch die Krisenzeichen massiert. Der Klimawandel mit seinen drohenden dramatischen Auswirkungen, Welternährungskrise, schreiend ungerechte Verteilung zwischen Nord und Süd. Viele Punkte mehr gäbe es hier abzuhandeln. Wir haben es eben nicht zu tun mit einer Konjunkturkrise oder nicht nur zu tun mit einer Konjunkturkrise, wir haben es zu tun mit einer Systemkrise, wir haben es zu tun mit Systemversagen. Und da so zu tun, als könnte man weitermachen wie bisher, vielleicht ein bisschen Kosmetik zu machen, das ist einfach völlig fehl am Platz. Das heißt, wir brauchen ein Gesamtkonzept mit vielen Bausteinen. Einer der Bausteine ist schon ausgeführt, das heißt, die Verschuldung wirklich massiv zurückführen. Der nächste Baustein ist, die Finanzmärkte wieder zu regulieren. Das heißt, die Banken sind auf ihre eigentlichen Aufgaben zurückzuführen. Es gibt jede Menge Einzelmaßnahmen, wie beispielsweise die Finanztransaktionssteuer, wie das Verbot von Leerverkäufen, die Begrenzung für Derivate, die Gewährleistung einer ausreichenden Eigenkapitalunterlegung, keine Flucht in Zweckgesellschaften. Wir sollten endlich daran arbeiten, den Banken
die Eigengeschäfte zu untersagen, zumal solche im Sinne der sogenannten Kreditersatzgeschäfte. Man könnte wieder das Trennbankensystem diskutieren zwischen Geschäfts- und Investmentbanken und auch die Zerschlagung von Großbanken, eben wieder die Problematik too big to fail. Der zweite Punkt, der hier angesagt ist, wir müssen endlich die Umverteilung von unten nach oben stoppen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, Instrumente gibt es da auch, werden diskutiert, die Vermögensabgabe, ein höherer Spitzensteuersatz, höhere Erbschaftssteuern, Mindestlohn, Tariftreueregelung, höhere Sozialtransfers und auch deutlich mehr Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit. Auch hier können wir vom Landtag viel erreichen und viel machen. Der dritte Punkt. Herr Kollege, wenn Sie bitte zum Schluss kommen könnten. Ich komme zum Schluss, aber ich bin noch gar nicht in der zugestandenen Zeit. Doch. Nein. Sie die vier Minuten sind schon einkalkuliert. Sie haben vier, haben Sie die 16 Sekunden auch? Sie haben jeweils 34, aber nicht die 16. Die sind schon abgelaufen, die 34. Nein. Also, drei Sätze. Also, es gilt endlich, den ökologisch-sozialen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft anzugehen. Das heißt, ressourcen- und klimaschonende, sozialverträgliche Wirtschaftsweise zu forcieren und den Wachstumszwängen zu entkommen. Kolleginnen und Kollegen, die letzten wenigen Sätze. Wirtschaften heißt haushälterisch umgehen mit knappen Gütern. Tatsächlich passiert das Gegenteil. Es Verschwendung, Pump und Ausbeutung. Und das kann es einfach nicht sein. Wobei wir also, Herr Kollege, bitte. Keine Cassandra-Rufe bringen wollen. Ich komme zum Schluss. Gar nicht jetzt Subsistenzwirtschaft predigen wollen. Es liegt auch eine Chance drum. Wir haben schon immer gesagt, Umwelt- und Klimaschutz als Standortfaktor, mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Und ein ganz wichtiger Standortfaktor ist auch soziale Gerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit. Daran müssen wir arbeiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Im Übrigen darf ich Sie darauf hinweisen, es wären nicht 16, sondern 18 Sekunden gewesen, auf die Sie sich berufen wollten. Ja, die zwei Sekunden haben wir mit Diskussionen verbracht. Ja, meine Damen und Herren, bevor wir den nächsten Redner aufrufen, folgender Hinweis zum Sitzungsfahrplan, die Tagesordnungspunkte 11 und 12 aufgrund